Spiele mit Bart. It came from the Desert Full Motion Video Edition. Oh. Wow. Machst du Workout? Nein. Du solltest. Okay. So, wir sind ja schon, ne? Ist das schon? Nee. Ich war auch gar nicht bereit. Ich habe überlegt, dass ich mir so neun. Dass ich irgendwas, was ich immer mache. Ne? Wisst ihr, dass das die Simon-Geste ist? Sowas? Ja, es ist nie zu spät, sich neu zu erfinden. Jetzt einfach nochmal wie ein 20-Jähriger. Kannst du vielleicht eine. Achso, ach, immer ein Bier stechen, so eine Dose. Wenn das dein Markenzeichen wird. Als jemand, der sowieso keinen Alkohol mehr trinkt. Ich würde als Geste vielleicht eher was nehmen, was, wo du nicht aus Versehen Leuten ins Gesicht schlagen kannst. Ich sehe nur irgendwelche Jugendlichen vor Gericht, die sagen, ich habe die Simon-Geste gemacht. Dann kann ich aber sagen, ich habe aber doch nur meine Instagram-Geste gemacht. Sie kennen die, ich mache die immer, jeder kennt mich. Ja. Ich habe viel mehr Follower als dieser Mensch. Also gewinne ich. Ich kann nichts dafür, dass mein Gegenüber ich jetzt sein Auge auf dem Finger drauf habe. So. Das ist ein Signature-Move einfach. Damit also gut, dann brauche ich auch einen, womit wir jetzt hier anfangen. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie. Okay. Okay, ja, ich bin cool damit. Auftragen, rechte Hand. Polieren, linke Hand. Du hast ein Messer. Schönen guten Tag. Was war? Nein, du musst jetzt auch mit dem Signature-Move anfangen. Ach so, ja. Du fängst an und dann mache ich. Okay, dann musst du den. Okay. Ja. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich fühle mich mega blöd, aber das gehört sich so. Ja, hi. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, möchten wir Staffel, was auch immer nennen, Spiele mit Bart. Ja, und diesmal einmal. Endlich haben wir beide einen Bart bei Spiele mit Bart. Wie ist das passiert, Simon? Also bei mir, du weißt, was passiert. Ja, ja, ja. Und du weißt auch, was dann passiert. Wenn es oben weniger wird, dann wird es unten auf magische Weise oft mehr. Das und ist ja so ein bisschen. Ich arbeite an einem richtigen. Ich hatte mal so einen für einen Dreh, für einen Mondrian, hatte ich mal so einen Rockerbart. Oh, geil. Den versuche ich mir so ein bisschen jetzt. Ich will gucken, ob der in echt. War das der Game One Dreh, wo du im Green auf dem Motorrad saß und dann 20 Minuten gemacht hast? Der auch, genau. Aber es war noch seitdem. Also ich musste diesen Bart schon öfter tragen. Seitdem wahrscheinlich, weil er mir so gut steht. Ja, wir haben denn jetzt mal hier die Klampfen gegeben. Ja. Gedrückt und die hauen wie so Affen im Zoo, hauen die da jetzt natürlich erstmal ein paar Stunden drauf rum. Aber ich glaube, langfristig werden die richtig Spaß bei haben. Ey Jungs, habt ihr Spaß? So ein bisschen, ich hätte fast gesagt, ja, wir sind so weit gekommen, ich habe jetzt mehr, ich habe auf einmal, seit dem letzten Spiel mit Bart bin ich mit einem Plus an Haaren rausgegangen, du mit einem Minus, aber nominell hast du ja alles nur nach unten wandern lassen. Weißt du noch, wie es war, als die Grafiker für GameOne.de was, glaube ich, damals die Teaserbilder gemacht haben und immer den Bart irgendwo anders oben drauf gesetzt haben? Ja, stimmt. Das waren so schöne Mutanten-Varianten von uns. Die habe ich, musste ich gerade wieder dran denken, weil ich dachte, dass die untere Hälfte von deinem Gesicht auf jeden Fall besser bearbeitet wird als die obere. So oben, ach, da rasiere ich in einer Stufe mal so. Du könntest oben ja auch was machen, ne? Du könntest hier mal so einen Balken länger lassen Ich würd gern so Rallye-Streifen, ne? Du weißt, hier so Zacken rein, ne? Nee, du könntest. Dann siehst du aus wie Voll der Junge, weißt du? Voll der Junge. Mit der Junge, weil von den New Kids. Ach so, das war's. Der Junge, der Einzige, der keinen Bart hat, ist hier. Ja. Daniel Dudimann. Lol. Bart. Ja, aber wir haben mit ihm ein Abkommen getroffen hier. Wir werden ihn nicht permanent hier drin haben, sondern da es im wunderschönen Green hier stattfindet, wir also machen können, was wir wollen. Ist euch heute wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen. Ja, ist euch nicht aufgefallen. Ihr dachtet, wir sind tatsächlich hier auf der MS Stubnitz und waren. Wolltest du die AIDA sagen oder was? ich hab tatsächlich kurz dran gedacht. In deinen Augen habe ich den Gag schon vorm Sehen und dachte, nee, tust du. Weißt du, wie dieser Gag gerade gearbeitet ist? Ich wollte irgendeine absurde Location machen, weil kann man die in Green reinschneiden. Dann denke ich, ein Luxusfahrschiff. Wie die. Oh Moment. Oh Moment, lieber nicht die AIDA.
leider sagen. Würde dazu führen. Ja, ja, nee, lieber. Ich habe doch schon gerade meinen Vivus the Ocean Pulli ausgezogen vor der Sendung. Also, ich habe ja gedacht, dass wir in der Wüste sitzen. Oh. Aufgrund des Spieles. Und ja. Das wäre dann so ein bisschen wie hier Sex and the City, der zweite Film, wo sie in Dubai auch sind. Wo sie richtig viel Geld ausgegeben haben, um in Dubai zu drehen. So war das bei Spiele mit Bart, war das bei so dieser Folge auch. Hast du den zweiten nicht gesehen? Der war halt nur noch ein Werbespot für Dubai. Weiß ich, ich habe den ersten nicht mal gesehen. Naja, das ist jetzt auch nicht hier. Die ist doch mit Mr. Filme? Big hier zusammen und dann war's das, oder? Ja, nein, nein, nein. Das Problem, die Probleme enden nie. Natürlich gab's direkt danach Ärger. Und da gab's noch mehr Ärger. Es ist immer, gibt immer Ärger im Paradies. Du weißt doch, ich mein, Wüste. Carrie Bradshaw ist eine. Und deswegen hat die immer Probleme. Weißt du, mit wem die verheiratet ist? Oder war, kann man vielleicht sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hab's schon lange nicht mehr verfolgt. Aber die ist mit Ferris Bueller verheiratet. Hey! Mann, süßer Schlagmann, mach mit. Hey, Mann, süßer Schlagmann, Kennedy, süßer Schlagmann. Ah, mit dem, ja, genau, Matthew Broderick. Hammer, ne? Der, um wieder die Klammer zu schließen, jemanden beim Autounfall umgebracht hat. Oh, welche Klammer das auch immer ist. War das vielleicht Carrie Bradshaws Ex-Freund? Nein, das war irgendwie noch zu Ferris Bueller-Zeiten, glaube ich sogar. Da hatte bei einem Autounfall. Nein, das war in einem Film, Gregor. Das war in einem Film. Er ist mit dem Auto in dem Film gefahren. Das war nicht echt. Doch, Cameron hat den rückwärts fahren lassen. Und das ist nein. Ja. Darkness, my old friend. Ich hab's doch gesehen, das war doch dein, beim Fernseher. Ja, ja. Oh, aber was ist da auch für eine blöde Idee, ne? Dass er das Auto rückwärts fahren lässt und dass der Zähler wieder rückwärts geht. Das habe ich noch nie gesehen bei einem Auto. Geht das denn da ins Gesicht? Das ist cooler Quatsch, also das ging ja im Auto damals nicht mal. Veralten. Ja, stimmt. Ich wollte sagen, wir haben die Möglichkeit, Budi natürlich digital hier überall zu verbauen und werden ihn auch adäquat einsetzen. Hier in der Wüste, wo wir gerade sitzen, ist ein bisschen heiß, Simon. Ja. Was machen wir heute? Wir spielen It Came from the Desert. Das hat jetzt irgendjemand eingeblendet, hoffentlich. Ja, ja, wir spielen ein Spiel. Das haben wir damals bei Game One, habe ich das ausgegraben, weißt noch, wo ich mir die Gedarmwurst aus dem T-Shirt-Loch gepult habe. Ja, das war einer der unterhaltsameren auf jeden Fall Game One-Drehs, ne, wo du einfach Zeug aus deiner Bauchgegend hast rausziehen lassen. Ja, da haben wir diesen, das weiß ich noch, du wirst es eh gleich einbauen, aber wir hatten dann die Greifhauer die waren ja geil, Ameise ne? Simuliert mit so zwei. So Ian von der Kamera aus hat dann dich einfach belagert, ein bisschen im Gesicht. Ey, es war so geil. Es ist halt einfach, ach, das war an die Zeiten, ne? Da konntest du mit wenig noch viel erreichen. Riesenameisen! Ja, es ist ein Spiel, was mich in meiner Jugend sehr begleitet hat. Mhm. Damals lief es kaum auf dem Rechner, auf dem PC, den ich hatte. Und heute spielen wir aber nicht das Original. Genau, also ich kenne It Came From The Desert, die Originalversion habe ich kurz mal gesehen, aber ich hatte nur ein Amiga damals und ich glaube, die Amiga-Version, wenn, dann ist sie relativ langsam auch gelaufen. Sie war sehr langsam, aber die sah gut aus. Ich weiß noch, dass die in den Bildern, in den Heften, sah die noch einen Ticken geiler aus, finde ich, als die PC-Version. Das war ja Cinemaware, also die, genau. Das Entwicklerhaus, was sowas wie Defender of the Crown gemacht hat oder diese TV-Sport-Sachen, Winx zum Beispiel, also alles Sachen, die so ein bisschen filmischen Anspruch hatten und dementsprechend die Rechner so zum Erliegen gebracht haben. Und It Came From The Desert fand ich ganz insbesondere interessant, weil ich mag natürlich Horrorfilme. Ne? Und ich wurde genährt als Jugendlicher von spätnachts die dritten Programme, diese Schwarz-Weiß-Horrorfilme, die aus den 50ern gezeigt wurden. Riesen-irgendwas. Ja, Formicula waren die Riesen-Ameisen, Tarantula war die große Spinne. Tantel, genau. Ja. Und kennst du noch Night of the Lepus? Welche Ungeheuer. Durch Mutationen entstanden, schlagen blindwütig zu. Unbarmherzig und tödlich im Dunkel der Nacht. Terror ohne Ende breitet sich überall aus. Nein, was war das? Okay, so klingt wie Blutegel. Also stell dir vor, Pille McCoy. Ja, The Forest Caddy, der Schauspieler. Okay, ja, Pille. Ja. Pille. Pille ist da, ne, ist in einer amerikanischen Kleinstadt. Und ich weiß nicht, ob der ein Doktor war, ein Polizist, weiß ich auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist er ein Protagonist des Filmes. Und in dieser Kleinstadt sind riesige Hasen. Oh Gott, Hasen. Ey, und weißt du, was die gemacht haben? Hasen. Die haben kleine Häuschen gebaut und kleine Minenschächte. Und haben Hasen in Zeitlupe durchlaufen lassen mit dramatischer Musik. Und die haben alles ernst genommen.
Ja, das ist zu hart, ey. Aber warum den Hasen? Ich meine, da kannst du wirklich alles nehmen. Hunde, Katzen, alles ist besser als Hasen. Die machen ja irgendwann nichts. Hasen sitzen nur so da und mümmeln vor sich hin. Ja, stell dir mal vor, diese Schneidezähne, ja, auf Hochhausgröße, ne? Und sei mal da dazu, der macht aus dir. Ey, weißt du, wo Hasen das schlimmste Riesenmonster wären? In der Veganer-Kommune. Ne? Ja, weil die eh schon da irgendwie nach Kleie duften. Ja, die schnabulieren alles weg, vor allen Dingen. Jetzt Möhren. Was also, essen Hasen? Ich bin von Comics erzogen worden. Die essen nur Möhren, oder? Die essen Möhren. Möhren. Ja. They fry a song begins, they roast and I hear violins. It's magic. Ausschließlich wahrscheinlich sind Hasen voll die krassen Killer, so killen Ratten und essen einfach, sorgen dafür, dass das Ökosystem auf dem Bauernhof in Ordnung ist. Ey, das ist so wie bei Katzen. Wie viel hat dir deine schon an toten Getier vorbeigebracht? Aktuell null. Aktuell aber null? Die lasse ich auch nicht raus. Ja, okay, wenn sie draußen wäre, willst du wahrscheinlich dann aufholen. Ja, ja. Ich hab jetzt ein Tötungskontingent. Aber du hast recht, ein Vogel hat sie mal erwischt, aber dafür habe ich sie gehasst. Das war sehr schwer, sie nicht, also nicht wütend auf die Katze zu sein, dass sie da diesen wunderschönen kleinen Vogel. Puh. Ja, einfach. Aber der Vogel war halt auch dumm, ne? Ja. Ich mein, er hat es ein bisschen verdient. Ja, es ist so ein bisschen gefällt, auf dem Nachhinein habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar hatte ich einen großen Balkon, da war die Katze, die durfte auch raus, die war auch smart genug, nicht über den Balkon zu springen. Und dann hatte ich da ein Vogelhaus. Und im Nachhinein war das so wie so ein Drive-by-Shooting für die Katze, weil die. Einfach, oder wie so ein Fastfood-Restaurant, wo du einfach nur ein Stockwerk hochspringen musst und schon hast du was. Also ich sehe dann so, ja, smart. An dem Vogelhaus fährt die Katze in ihrem da Lowrider vorbei, wie hier 50 Cent und guckt dann raus, na, ja, nicht das mehr richtig. Das hinten und brauchst du das Kind da noch? Nee, okay. Okay. Nimm's gleich mit. Frischer ja. Waren Chicken Nuggets noch nie. Ja. It Came From The Desert war irgendwie, ich weiß nicht, ob man das Genre so richtig bezeichnen kann. Das war jetzt kein Strategiespiel klassisch oder so. Es war so ein Mix. Adventure, es gab Action-Elemente, es gab so ein bisschen Strategie. Du musstest auf jeden Fall in einer Kleinstadt, wie beim Film Formicula, und riesige Ameisen hat es da gegeben. Du musstest mit Leuten reden, da gab es so eine Top-Down-Ansicht, wo du Stuff gemacht hast. Genau. Man konnte Top-Down rumlaufen, Top-Down auch kämpfen. Man konnte auch man konnte rumfliegen sogar. Man konnte später sogar die Stadt verteidigen mit Panzern und Soldaten, die man aufgestellt hat. Es gab eine Menge zu tun und es war natürlich eine Ansammlung von Klischees, die man aus den von dir schon erwähnten Monsterfilmen kannte. Und das war aber auch völlig in Ordnung. Also und Defender of the Crown, wer das kennt, hat sie auch vorgemacht, einfach verschiedene Elemente nehmen und schon hast du so eine, kannst du eine epische Geschichte erzählen, indem du diese Elemente immer wieder hin und her wechselst. Ne? Mhm. Mal musste man mit einer Pistole gegen die Elemente waren alle scheiße. Für sich genommen waren aber die zusammen, alle scheiße. Zusammen wurde was ein bisschen weniger zusammen, scheiße draus. Genau, zusammen war das irgendwie wie Spiele mit Bart so. Und irgendwie, ja, ab und zu kann man mal lachen. Und es hatte diesen schönen Trash-Faktor. Also die Originalversion hatte schon einen gewissen Trash-Faktor, aber schön ein bisschen edel. Die Version, die wir heute spielen, da sind wir im Gespräch bei einem Podcast dazu gekommen, wo es um Narrative Experiences, um spielbare Filme so ging. Frage ist, was vorher rauskommt, der Podcast oder dieses Video? Boah, wir werden mal gucken. Es kann sein, dass der Podcast vorher rauskommt, weil der schon in Bälde zur Aufnahmezeitpunkt dann kommen sollte. Aber wer weiß, vielleicht findet man das auch in unserem Nachlass. Ja, wenn jemand die Insolvenzmasse von Rocket Beans aufkauft und wir haben dann auch ein paar Dateien. Dann ist da noch ein USB-Stick mit drei. Was wollen Sie nochmal? Können Sie es bitte wiederholen? Spiele mit Bart, verdammt nochmal. Haben wir denn auch Spiele mit Bart? Und dem alten Resident Evil Podcast. Wir haben übrigens einen Forensiker. Nein, wie heißen. Es gibt ja digitale Forensiker bei der Polizei, oder? So, die nach Leichen im Digitalkeller suchen. Ja, genau. So, die halt sich auskennen, wenn da jetzt der Rechner von dem Verstorbenen ist, die den hacken können und dann finden die aber sowas von den Täter. So. Genau, so einer hat mich angeschrieben wegen dem Resident Evil Podcast und meinte so, ey, es sind 84 Jahre. Es ist 1000 Jahre her und du hast natürlich nichts mehr davon, aber er wollte ihn retten. Und er hat wahrscheinlich die Tools dafür, aber ich dachte mir so, wer weiß, was die auf deinem Rechner noch finden. Deswegen habe ich ihm gesagt, wir haben ihn nicht mehr. Okay, es war damals, also ich finde es sehr löblich, dass ihr euch auch da so engagiert. Der Rechner existiert leider nicht mehr, wo das drauf gewesen das ist. Und das jetzt, war, weil Angst das war das Problem. Ich habe einen Teil einer Spur eben noch, aber leider nicht den Großteil, der da vorhanden ist.
ist und man kann da leider nicht wirklich wieder groß was herstellen. Wenn, dann werden wir es, die Zeit ist lang genug her, dass wir es irgendwann mal neu aufnehmen, weil da ist der Schmerz mittlerweile verwunden. aber danke für euren Enthusiasmus. Bringen tut es leider im Moment nicht besonders viel. Aber es ist gut zu wissen, ne? Gut wo zu man wissen. Vielleicht einen Kontakt bei der Polizei hat, falls man mal falls man was verschwinden muss. Verschwinden muss, ja, wir machen das Gegenteil. Ja? Muss verschwinden. Wir holen einen digitalen Forensiker, der Beweise löscht. Ja, er kann einem ja auch dann sagen, wonach andere suchen. Dadurch kannst du dann das rekonstruieren, was du machen musst, damit er dich nicht findet. Egal. Also, die Version, die wir jetzt gerade spielen, wir sind im Gespräch drauf gekommen. Ich habe gesagt, sag mal, wusstest du, dass es von den Came from the Desert auch eine ganz eigene Version gibt, die nur auf dem Turbo Duo CD rausgekommen ist? Das ist die US-Variante, obwohl es kann sein, dass auch in Japan rausgekommen ist, aber hauptsächlich in den USA. Die CD-ROM-Variante der PC Engine, des TurboGrafx 16, was ein Full-Motion-Videogame gewesen ist. Du hast mich völlig überrascht, damit ganz eiskalt erwischt. Ich habe nie danach gegoogelt, ich habe sie nie gefunden, aber ich hätte jetzt auf den ersten Blick gedacht, naja, das ist eine dieser Konvertierungen mit vielleicht ein paar hübscheren Bildern, aber das ist ja ein komplett anderes Spiel. Insofern bin ich echt gespannt, weil ich kenne das auch noch nicht. Und, ja, ich hatte es mir einverleibt. Ich bin wirklich ein Fan vom Original und ich bin sehr gespannt, was sie daraus gemacht haben. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe es mir einverleibt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Also passt es ganz gut, dass wir es hier gemeinsam zocken. Ist mittlerweile auch einigermaßen teuer, wenn man es sich jetzt noch holen will, so in die 70, 80 Euro, weil es so Sammlerwert hat. Ja, so also langsam kommt es in den Bereich. Wenn ihr es jetzt guckt, vielleicht braucht ihr es dann nicht mehr, euch zu holen. Let's start it. CD-ROM 2, das heißt wahrscheinlich einfach nur mit zweifacher Geschwindigkeit. Ne? Damals war das die Zeit, wo es noch zweifach, vierfach, sechsfach gab. Genau. Oh Mann, geil. Da haben wir das Intro. Mach dich bereit, Simon. Jetzt ist Musik angesagt. Nach Night Trap, der andere Hit. Die anderen Hits. Sea of Love. Mache ich Bumsbewegungen. Das kommt erst nach dem Song. Nach dem Auftritt wird gebumst. Wirst du aber nicht ein bisschen angegeilt durch diese Musik? Ja, ich muss sagen, es ist guter Rock. Es ist gar nicht so scheiße. Nee. Ich bin mir nur nicht sicher, dürfen wir das. Ist es legal? Dürfen wir sowas? Ja, wir nehmen es einfach um. Ja, es ist doch nicht existent. Die sind alle schon tot. Die Band ist schon dreimal aufgelöst. Wenn nicht, müssten sie es sein. Die werden es danach auf jeden Fall sein. Mike Livesay, danke. Das ist nicht dein echter Name. Ja. Möchtest du gleich spielen? Ich will erstmal die Musik noch bis zum Ende. Genieß sie noch ein bisschen, ja. Wir sehen auf jeden Fall das. Oh, und da ist es. Okay. Ach, shit. Tag 1. Tag Nummer 1. Ja? Ants, Buzz. They build cities, wage wars, take slaves to work their underground farms. Some can even fly thousands of feet into the sky and travel across vast oceans. Er meint Würmer, oder? Ja. But they never kill for sport. That is solely the domain of Homo sapiens. Hey, Doc, my old man hunts jackrabbits. Wie hat er mich genannt? I don't think he's a Homo sapien. No, I don't believe he is, Buzz. But enough of that. Let me show you my latest endeavor. Oh Gott, nein, nein, das andere Tape wollte ich zeigen. Sie haben seine Augen nachträglich geweißt. Doch, achte mal drauf. Highway to Barbecue Pass. Let's see what the good citizens of Lovelock are up to today. Der spricht, ich mag ihn, ich mag ihn, ich finde ihn schon mal jetzt sehr gut. Ja, ob dann zweiter zum Casting aufgetaucht ist? One of the locals, Buzz. I see he's out shooting jackrabbits with his big shotgun again. Okay. For fun. Also er spioniert jetzt einfach den Dorfbewohnern nach. Ja, er sagt uns, wie die deinen Hasen jagen. On the highway. A bad sign, very bad. That's the atomic waste truck that cracked up last night, isn't it? It was no accident. Its deadly cargo had vanished by the time the sheriff arrived. Okay. That can only mean one thing, Buzz. I want you to get out to Borax and... What? Reactivate my sensor grid. Your old radiation sensor grid? You haven't used that since the A-bomb test. And why Borax? That old ghost town gives me the creeps. Okay. Well, this place is still Funtown, USA. Okay, wir haben jetzt gleich die Wahl, wo wir hingehen. Warte mal, es ist viel zum Auspacken jetzt hier gerade. Also eigentlich ist die Stadt, heißt ja Lizard Breath. Ja.
Das ist nicht Let It Breath, das ist irgendwas anderes. Aber ist ja okay. Ich habe es nicht verstanden, was er gesagt hat. Naja, hat er halt erstmal, also er ist offensichtlich, er hat einen Fetisch. Er hat den Ameisenfetisch, er hat das große Kribbeln, nennt man das in der Fetischgemeinde. Er hat das Hosenkribbeln. Und er will diese Ameise, ich glaube, er will die Ameise groß machen, damit er sich an ihr vergehen kann, damit er sie belästigen kann. Oh Gott, ja. Wie groß muss er sie dann machen? Naja. So groß, das kommt darauf an, welche Teile er belästigen kann. Genau, es kommt darauf an, was er kompensiert. Ja, wie groß muss ich die Ameise machen? Genau. Das ist ja das Gute, du kannst die Ameise an deine Größenverhältnisse anpassen. Wo er sagt, ja, es kommt dann so eine Ameise, die vielleicht so ist wie so ein kleiner Lurch oder sowas. Dann sagst du, aber es ist keine Riesenameise. Für mich schon! Kann man das? Ich frag gerade, ich habe null Ahnung, wie die Sexualorgane einer Ameise aussehen. Fällt mir gerade ein. Haben die über welche? Sind es nicht Arbeiter, die dann nicht mehr, die können nicht bumsen? Die haben keine Eier. Eigentlich nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwo in eine Öffnung mit den Fühlern rein und dann werden die Fühler irgendwie kombiniert, oder? Was machst du da? Ich habe Sex. So, warte mal, also. Dieser Opa ist ein Wissenschaftler in dieser Stadt. Wie auch immer. Ich glaube, unser Charakter hat mit ihm gesprochen gerade, ne? Aus der Ego-Perspektive. Ne? Wir sind ein cooler Abenteuer. Wir sind wohl mit diesem Motorrad irgendwie in dieser Stadt angekommen, würde ich vorstellen. Ne? Ja, du hast recht. Aber er hat uns ja jetzt gerade aus seiner Überwachungskamera alles so ein bisschen schon gezeigt. Ja, er hat, sind wir jetzt in diesem Kameramodus? Ich schätze, wir sind nicht im Kameramodus, sondern wir sind jetzt losgegangen und wir können uns jetzt Locations auch. Ich glaube, das gab es auch im Original, dass du zu verschiedenen Locations hin kannst. Da kannst du aber mit der Maus irgendwie draufklicken. Hier ist es ein Menü, der Borax-Salon, mein Entrance anders. Und Sandflats. Er hat gesagt, irgendwie gestern ist ein Truck mit Atommaterial liegen geblieben. Und das wurde auf einmal geklaut, wo er auch das immer weiß? Ja, oder das Atommaterial ist von sich aus versickert und damit gibt es kein Problem mehr. Wie jeder weiß, bei einer Tagestemperatur von über 34 Grad schmilzt Atommaterial in die Luft und wird zu Regenbogen und Einhörnern. Äußerst flüchtig. Flüchtiges Atommaterial. Ich würde da keine Zigarette draußen anzünden. Schüchtern, ja genau. My eyes, the goggles do nothing. Irgendwo machst du den Kühlschrank aus und ist Indiana Jones drin und sagt, nein! Nein! Hier nicht. Und er hat uns eine Spionagekamera gezeigt und wir sollen jetzt losgehen und ermitteln, wo dieses Material ist anscheinend. Und zwischendurch hat er noch Frauen bespannert. Ja? Er hat auf jeden Fall auch eine Kamera, die am Fenster war das jetzt quasi... Hat er sich aus Versehen versäppt so und ist quasi auf eine Kamera gekommen, die nicht ihm gehört? Oder ist es sein privates Vergnügen, dass er diese Kamera hat und es war ihm nur unangenehm, dass er sie aus Versehen im Intro kurz gezeigt hat? Na gut, der einzige Unterschied darunter besteht, dass du nicht nur einen Perversen, sondern mehrere Perverse hast, wenn er sich in den Feed von dem anderen reingehackt hat. Ja, das war ich tippe eher auf die multiple Perversen-Theorie. Die MPT? Bitte. Ja, wenn ihr Leute wusstet, was MPT vorher bedeutet. Ja. Multiple Perversen. It's science. Theorie ist da. Wie auch immer, vielleicht werden wir das noch rausfinden, was passiert. Wir haben die Wahl jetzt zwischen drei Locations. Wir haben den Borax Saloon, wir haben die Mine Entrance und wir haben Sand Flat. Also ich glaube draußen die Sandwüste. Sand, ne? In den Saloon, oder? Erstmal die staubige Kehle ein wenig durchspülen. Der ist auch sehr staubig, finde ich. Niedrig aufgelöst und staubig. Sehr niedrig aufgelöst. Okay, hättest du das erwartet? You ever hear rhythm changes like that, kid? Well, now you have. Now you sure have. Now listen up. You want the girl, you want knowledge, or you want strength. Now what's it gonna be? You probably want the girl, right? They usually do. Hä? Alright. Also, in einem Saloon ist Stevie Wonder. In einem Saloon, wo vor allem die Tische hochgeklappt sind, alles. Und er hat eine Sonnenbrille auf. Er hat eine Sonnenbrille auf, er spielt Saxophon. Hat und man sagt kein besseres Bild gefunden als das? Das ist das Hintergrundbild? Das ist das Hintergrundbild, ja. Ey, Leute, ohne Scheiß, geht in den Pub um die Ecke und macht ein Bild mit einem Nokia 6110 und es sieht besser aus. Ich glaube, die hatten damals, also, selbst wenn die hatten damals schon Kameras, ja? Also irgendwie mal das Pixel dir selbst noch ein Bild, eine Zeichnung von einem 6-Jährigen, würde mir mehr erklären, dass das ein Saloon ist als das hier.
Wir haben sogar der Tisch ist umgekehrt. Das macht mich wahnsinnig. Guck dir das doch mal wieder an. So, und was ist da vorne? Also, ich verstehe jetzt auch nicht, was genau passiert. Er hat uns gesagt, möchtest du das wissen? Möchtest du die Stärke oder möchtest du das Mädchen? Die Frau, ja. Everybody wants the girl. Ich denke, wir wissen, was wir wollen. Ne? Ja, also, ja? Ja, ne? Ja. Ja, okay, okay. The girl, okay. Hi. Hi. Come closer. Okay. Oh, don't be shy. Komm auf meine Rinder-Couch. I'm Marina. I know. Aber nur auf die eine Hälfte. You're Buzz. Der Rest ist gespiegelt. We're an act. Play me, Man of Steel. We played Vegas. These are just temporary lodging. The cops leave us alone up here. Well, you know all about the cops, don't you? You're one of us, Buzz. I can feel your pain. Don't hold back with me. There isn't much time. Take the power. Unfassbar gut gespielt. Die Nuancen in ihrem Gesicht. At the foundry. The watchman. He's one of them. Okay. Was? Oh, was geht was? Hier? Wo sind wir? Wo? Ich bin so mit Zombies. Schieß! Ich schieß die Fühler. Okay. Was für ein... Was ist passiert? Ich kümmere mich mal darum, diese Ameisen wegzuballern. Du erzählst mir gleich, was passiert ist. War der Frauenkopf in dem Regenbogenkreis? Ich bin in... Da, nimm die 3 Erbsen. Okay, ich habe jetzt 24 Erbsen. Das sind, was könnte das sein? Es sind Monokel. Du hast 24 Monokel. Du kannst 24 Mal dramatisch dir etwas angucken. Ja, was auch immer es bedeutet. Ich kann hier herumlaufen und es gibt 14 Ameisen noch. Also diese Frau hat gesagt, wir sind... Sind Zombies? Aber schießt du da gerade auf Zombies? Es sind Zombies anscheinend, ja. Vorsicht, du hast nur noch 27 Pistolen. Oh, ja. Das ist das Spiel... Das schaffst du gar nicht. Du kannst... Nein! Ich wurde gemessen! Man, those things are bad news. I better hit the road. Schnitt Motorrad! Voice of the Desert. 99.9 on your FM dial. Duke Nukem. Prissy on line 5. Speak to the cool man. Hello? Cool man? You got me, babe. Is that cool man? Well, I've got this sort of boyfriend, but he's not part of the crowd. You know, he's kind of a loner. I mean, he kisses really cool, but... He thinks this town really sucks flavor straws. He wants to take me to California on his motorcycle. Hey, stick around, Chris. This town's gonna be Action Central real soon. And listen, dump this jerk. He sounds like a real loser. Oh. What do you want to hear, baby? Oh. Machst du Workout? Nein. Du solltest. The number one we've got to find tonight. Sea of Love. dazu okay. Die Sea of Love Musik, ne? So. Ich habe jetzt auch Gregor, einiges. Das ist ja furchtbar. Das ist ja jetzt schon erkennbar, dass das richtig scheiße ist. Aber gut. Und jetzt läuft die Musik. So, auch noch mal zum Auspacken jetzt gerade, was passiert ist. Macht ein Motorrad mit Radio überhaupt Sinn? Ergibt es eigentlich Sinn? Überhaupt gar keinen Sinn. Ja, du hörst doch nichts und ich glaube nicht, dass er im Jahr Anfang der 90er da eine Bluetooth-Helm oder sowas hat. Vielleicht ist der Sitz eine einzige Box. Du, okay. Sind wir schon fertig? So, warte mal. Die Frau hat gesagt, wir sind eine Gruppe Schauspieler, aber du, Buzz, wir sind wohl Buzz Lightyear, wie auch immer wir heißen, du weißt alles Bescheid über Cops und Leute. Komm her, ich verrate dir ein Geheimnis. Das Geheimnis ist, der Watchman bei der Foundry, bei der Gießerei, glaube ich, müsste Foundry sein, ist einer von denen. Und auf einmal waren wir in der Mine, haben Sachen weggeballert. Genau, wurden gefressen. Wurden gefressen, aber gesagt, oh, hier ist es gefährlich. Haben uns dann entschieden, abzuhauen, nachdem wir gefressen wurden, weil es zu gefährlich ist. Sind jetzt auf einem Motorrad. Auf dem Motorrad. Und können uns jetzt aussuchen, wo wir hingehen wollen. Genau, wir haben die Show von, wie ist der nochmal? Der Typ? Der Radiomoderator? Ja. Keine Ahnung, wie der heißt, ey. Der hat doch gerade seinen Namen gesagt. Ja, Johnny Cool. Der Coolman. It's Coolman. Ja, der genau. Coolman. Aber Vorsicht. Ist Coolman. Weißt du, wer auf keinen Fall cool ist, der sich Coolman nennt? Ja, das kann man so
Und er hat gerade Eheberatung gemacht, ne? Oder hat gesagt, hier, schieß deinen Freund in den Wind, der ist nicht cool. Der ist nicht cool, man. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Sonny's, zum Atomic Café oder Lutz Ammo. Was ja, möchtest du? Also, da wir gerade eben die Hälfte unserer Pistolen weggeworfen haben, würde ich vielleicht... Zu Lutz Ammo? Ja. Ja. Aber wir wissen ja nicht mal, ob wir Geld haben. Ich habe keine Ahnung, was hier... Vielleicht kennen die das Konzept von Geld nicht. Ich glaube, die haben sich bei dem Spiel übernommen und haben ganz schnell gemerkt, scheiße, wir kriegen kein kohärentes zusammenhängendes Spiel hin. Diese Drogennummer mit der Eulen, ne? Da ist die Eulen in dem Ring. Du, ich habe aus Versehen alle Videodateien umbenannt. Ach, pressen! Pressen. Und ausliefern. Raus mit dem Scheiß. Wir quälen uns schon seit 3 Wochen damit rum. Okay, also ich gehe zu Lutz Ammo. Okay. Er verkauft dir das offensichtlich in der Wüste. Where'd you think you were going, Lincoln? California? I hear you've been nosing around out in Borax. Who sent you out there? That friend of yours? That old crackpot doc? You think you got this thing all figured out, don't you? Figure this out, smartass. Was? Don't kill him yet. Okay. Was? What you come here for, boy, huh? Boy? You gonna buy yourself a big old piece to keep away the boogeyman? The boogeyman? I stole all that atom bomb stuff out of his truck. What'd you do, sell it to buy a reefer, huh? Er braucht nur eine Magercap. Ja. You know, scumbrain. Photoshop. If that town used to be on the map before that doc friend of yours started tooting his own damn horn, I'm gonna close down the bomb plant, clear the whole deal. Untertitel bitte. Gibt's das auch in Englisch? The town sleeping in a freaking dump. Mit dieser Kack. Mit dieser. Ey, das ist eine Tommy Gun. Genau, das ist eine Tommy Gun. Eine der ältesten Waffen der Welt. Ey, wirklich? Und jetzt fahren wir weiter. Schnitt Motorrad, okay. Schnitt, was? Wüste. Nee, Schnittforscher. Stinkdoktor. And whatever it was the size of a Buick. Shadows of unseen monsters in a haunted ghost town. This is the stuff of cheap, vulgar pulp fiction, Buzz, not good science. On the other hand, I am already getting sensor readings since you activated the network. Surprisingly high in the vicinity of the foundry, too. Well, what was it? Fallout from the atomic waste truck accident? Another A-bomb? What? It doesn't match the particle spread of nuclear waste. And if it's what I think it is, it's far worse than a bomb, Buzz. Far worse. Now, scat, young man. Scat. I must make some more observations and calculations. Also, es müssen ja Aliens sein. Hoffentlich. Was there something else, Buzz? Ist immer noch hier? Tunnels, Doc. The answer digging tunnels under everything. So, you found tunnels? What a genius! What else do ants do but dig tunnels? Verarsch mich doch nicht! You thought they were gonna come down Main Street on floats like the Easter Parade? What bothers me is, why didn't I think of that? I'm an old spud brain, Buzz, that's why. The buggers will tunnel under the whole damn town and pop up wherever they please. But the Queen is down there somewhere. There's your real target. Here are 2 miniature TV transceivers. Was ist das? We can talk to each other using these. Mit Fernbedienung? What, were you hoping for an atomic ray gun or something? This is the best I can do, boy. Better take them and get to work! Ein TV-Transceiver, okay. Okay, er hat uns eine... Damit wir die guten Videos... Hört mal auf! Was there something else, Buzz? Yeah! Hey, listen, I ran into the sheriff. I mean, he was acting crazy. You know, like my old lady gets when she's on Milltowns, you know? Anyway, he was gonna shoot me, but something, like, grabbed a hold of him and he couldn't shoot. Jo! My God. Geilheit. It's beginning already. They've taken over his mind. He's become an Android. Oh, ein Androide. Ich setze mich jetzt rückwärts hin, um dem Spiel zu zeigen, was ich von ihm halte. The whole population of Lovelock turned into an army of blood-crazed ant-zombies. Ant-zombies. Well, what are you waiting for? The world to end? Get out there and do something. The world to end? Was there something else? Nee, ich fahr wieder. Man, this must be some kind of spooky nightmare or something. But I'm not waking up. Maybe I forgot to set my alarm.
I better get home. My old lady must be getting itchy to hit somebody by now. Was? Line 2, Billy Bob. I saw it. It was huge. It was heading for lunch. It ain't my poodle. Billy Bob's doing Duco again. It's an eerie, unsettled evening on the desert, boys and girls, in this town without pity. Here's City Without Sin. Immerhin, der Soundtrack ist on point. Wucke, wucke, wucke. Walking on sunshine. Whoa. Oh, die bummst tatsächlich jemanden. Yeah, riding around on your fancy cycle all day. Elroy, you tell this ungrateful lodger of ours how it's gonna be from now on. You tell him what we decided. Go on now. You fully bitch. Bud, you been going to school long enough. You ain't learning nothing, and we got no money for fancy college stuff. So your stepmother and I decided that instead of you going back to school next week, that you're gonna start with me down at the site. There's no better job in this town, and now all that book stuff ain't gonna do you no good with the boys down at the plant. Dad, the plant's a time bomb. They got leakage and busted containers all over the place. It's a death trap. Dad? All that book stuff isn't going to help you. Yeah. That old mail case, what does he know? Dieses Lesen? Now let's show some respect from the folks who raised you, ungrateful little punk. Ah, sind die alle furchtbar. Let him, Elroy, let him have it. Hit him. Get me a beer, Ruth. Now we done told him. Ain't that enough? Hol mir ein Bier, Frau. Okay, also die Eltern sind absolut Weicheier und Lappen. L, the voice of the desert. Hör mal auf mit dem scheiß Radio! I hear you listening out there, in your empty rooms, in your empty lives, getting sleepy. Warum werde ich beleidigt? While the pod under your bed grows and grows. No, no, that's the feature at the Ground Zero Motor Movies this week. Invasion of the Pod People. I want every hard-loving, hard-rocking cat and kitty down there tonight for the lover special. Two free breath mints and a jumbo tube of chapstick for all those tired kissers. Speaking of which, here's snacks with Fog Up the Windows. Ich mach mal kurz Pause, damit wir das einmal in uns... Ich speichere gleich mal, wir hören die Musik auch gleich weiter, weil dieses Spiel gibt uns... Es bombardiert uns zu mit, ich weiß nicht, was es dann inkohärente ist. Kacke. Von vorne bis hinten ohne Sinn. Ganz hässliche, furchtbare Green-Aufnahmen. Wirklich, auch bei den Tonaufnahmen. Und dann noch das Spiel. Es ist ein gottverdammtes Spiel von CD-ROM. Ja, also ja, ich hab wirklich, auch in den 90ern hat man verstanden, was auf CD draufgepresst wurde als Audio. Ja, es ist irgendwie, es hat halt wirklich keine Zusammenhänge. Also ich nehme an, man soll zwischen den Zeilen sich das so zusammenreimen, aber es geht wirklich von A nach B nach C. Ich glaube, je nachdem, was man wählt, bekommt man irgendein Video, dann geht man wieder zurück zum Forscher, dann redet er darüber und dann wird sich das Spiel so nach und nach entfalten, aber wir machen ja wirklich gar nichts. Nee, also bisher war es... Es ist sehr psychedelisch manchmal. Es ist sehr psychedelisch. Wir waren auf dem Weg, um mit dem Doktor zu sprechen, wir hatten ja den Tunnel gefunden mit den Ameisen, die uns halb gefunden, ja, Schnitttunnel. Schnitttunnel, Schnittameise, Schnittgedärme raus, Schnittgedärme wieder Androids. Drin. Messer rein, Gedärme raus. Messer rein, Gedärme raus. Zack, zack. Ich erfülle dir drei. Egal. Der Doktor, is there somebody, is there something else? Hat uns dreimal hintereinander Sachen gefragt. Erstmal wusste er nicht, was los ist. Dann, ach, natürlich sind es Ameisen. Und ich habe für dich hier eine Fernbedienung, mit denen du da irgendwas machen kannst. Und ja, quasi ein Kommunikator. Mit ihm sprechen können, weil wir haben ihn zu wenig kontaktiert bisher, anscheinend. Anscheinend, ja. Der Polizist, der uns aufgehalten hat, wurde von der Ameisenkönigin übernommen. Don't kill him yet. I need him now. Ja, stimmt, Aliens sind eigentlich dumm. Ist eine dumme Idee. Wahrscheinlich ist die Ameisenkönigin einfach. Sie ist wahrscheinlich, ja. Psychisch über den Menschen. Ja, du weißt, die ist da gelatscht, die Ameisenkönigin, und hat da ein bisschen was vom Atommüll genippt, ja. Und schon Weltherrschaft. Oh, plötzlich Telekinese, Psychokinese. Ich hab eine Idee. Und Ideen. Ich hab Englisch gelernt, anders als all ihr da draußen. Ey, der Typ mit seiner Tommy Gun, ne? Der irgendwie von Capone gerade. Ja. Das alte Archiv abgekauft hat. Die haben auch keine anderen Props gehabt. Ey, okay, was soll ich heute spielen? Ach, ein stereotypical Redneck-Waffenverkäufer mit einer Tommy Gun! Muss man ihn verstehen? Nein. Nein. Es reicht völlig, wenn du einfach brabbel irgendwas vor dich hin. You gonna buy yourself a big old piece to keep away the boogeyman? Irgendwas. Make. Ey, und
ganz im Ernst, hättest du gerade erwartet, dass das die Eltern von unserem Charakter sind? Weil, ja gut, man kann kaum was erkennen. Aber nee, man kann kaum, aber für mich hat sich so angefühlt, du bist irgendwie so ein Mit-30er oder so, so ja. spricht er zumindest meistens. Plötzlich ist mal 12. Ja, und dann ist da seine Mutter und die Stiefmutter und der Vater, der selber 12 Jahre alt ist. Dad! You and the book stuff. Aber du hast gesehen, wie sie ihm hier so eine Glatze verpasst haben und die Haare so drüber gekämmt haben. Also man sieht das selbst durch die pixelige Optik hier, dass sie versucht haben, irgendwie alt aussehen zu lassen. Furchtbar. Und die Mutter, furchtbar. Und der Typ, furchtbar. Und die Farbauswahl, furchtbar. Und das Buch da rechts, furchtbar. Und die zwei Stifte da links. Was ist denn das, Gaunty Marmel? Ja, es ergibt nichts einen Sinn. Geh mal zu Channel 14, beschwer dich mal über den Scheiß. Okay, drive in the Foundry. Oh, wir wissen, bei der Foundry ist nicht. Wir gehen mal zu Channel 14 und beschweren uns. Ja? 14 Kanäle gibt's da. Oh, I see a nice young man has come to visit us. Der Green bewegt sich. Would you mind running the camera for a minute? My wife had to milk the goat. That's it. The buttons are labeled. Now, hold up those cue cards for me. Cheater. Okay, let's see. Help! Town in danger! Atomic monsters on the loose! Warn everyone! Time running out! Well, all right. That takes care of the public service announcements. Now, Goofball's going to play his little harmonica for us, and I'm hoping... Furzt der da immer? ...this young man could, Nee, ich glaube, Sie haben eine schlechte Tonqualität. Sie haben's spoons? Drin gelassen? Surely, you can play the spoons. Wie so eine schlechte Kinderaufführung, ne? Wie als Räuber Hotzenplotz zu deinem Geburtstag kommt und alle waren scheiße und betrunken. Und du hast sofort gemerkt, das ist nicht Räuber Hotzenplotz, das ist einfach nur ein Penner von der Ecke. Weißt du, selbst auch die technische Qualität, du hast dich ein bisschen drüber ausgelassen, ne? Du weißt ja, wir machen ja jetzt gerade hier Aufwand mit Greenscreen. Ja, ne? Aber so einen Scheiß wirst du nicht wie einen Schnitt in der Mitte zwischen uns finden. Wir haben nur eine halbe Couch gekauft, wir haben die einfach gespiegelt. Ne? Ja, war günstiger als die ganze. Und dann waren wir aber zu faul, um bei der einen Seite die Hälfte die Schatten rauszubauen. Wir machen uns extra die Mühe und sind nicht mal zusammen jetzt gerade hier vorm Green, sondern ich nehme das 2 Jahre später auf. Ich fände es gut, jetzt finde ich auch nicht schlecht. Ich fände es gut, wenn man uns auf diese Couch mal setzen würde. Ja, das wäre eigentlich ganz praktisch. Das ist auf jeden Fall die passende Couch für diese Sendung. Ich meine so von technischer Qualität aus hier, jemanden in Green nehmen und dann zu einem bestimmten Punkt auf einem Hintergrund setzen. Die haben gar nicht auf Licht geachtet, gar nichts, der sieht so abgesetzt. Aber die Naht hat sich bewegt. Ja, das musst du physisch extra machen, dass sich das bewegt. Ne? Und da war, also bei der Tonaufnahme, wenn der Typ da jetzt nicht gefurzt hat, die ganze Zeit, dann, und das eine schlechte Tonaufnahme ist, haben die keinen Tonmann da gehabt, der gesagt, du, das kratzt gerade, kannst du noch einen zweiten Take machen? Con Irene, y a darnos un pequeño paseo. Nein, das kann ich nicht. Ich bin ein echter Schauspieler. Ich kann nur improvisieren. Das ist qualitativ. Das ist nicht mal der erste Take, den die da haben. Das ist die Probe. Ja, wahrscheinlich schon. Man hätte ja, also andere Leute wie du machen sich ja die Mühe, ne? Gehen auch mal nochmal in die Audioaufnahme, machen dann diesen kleinen Kratzer raus und füllen das dann raus, mit irgendeinem Leerscheiß. Level den Ton ab genau. oder so. Aber hier nicht bei Channel 14. Weißt du, was der Unterschied ist? Nein. Wir wollen kein Geld zum Kaufen dieser Folgen. Ja? Die wollten dafür ihre 80 Euro umgerechnet. Soll das heißen, dass in 20 Jahren zwei andere Glatzen Rocket Beans-Material angucken und sich darüber kaputt machen? Ja, wahrscheinlich, ne? Nein, Simon, ich hoffe, dass wir in 20 Jahren da sitzen und alles Rocket Beans-Material und unsere Sachen nochmal angucken. Wir haben dann ja nichts mehr. Gregor und Simon kommentieren. Ja, das ist ja, nach der Zombie-Apokalypse sind wir ja im Bunker und haben wahrscheinlich nur diese Aufnahmen noch. Oh Gott, wie schrecklich wäre das. Ein Leben nur mit diesen Aufnahmen. Wir landen im Bunker zusammen. Das Einzige, was wir gucken können, ist Rocket Beans TV und das Spiel. Nein! Buddy-Mann tut, was immer ein Buddy kann. Wirklich, es würde nicht lange halten. Not built to last. Ah. Gut, wo wollen wir hin? Ich will eigentlich nirgendwo hin, ich will raus, aber die Option gibt's nicht. Okay, also wir könnten ins Drive-In, zum Borax Saloon wieder zurück oder in die Foundry. Wir haben wohl gerade versucht, über Channel 14 die Leute zu warnen. Und irgendwie hat dieser nonchalante Typ mit dem Plastikpapagei dann gesagt, haha, dann soll ich wohl sagen, versteckt euch und so weiter. Keine Ahnung, ob das gemacht hat. Aber es war relativ lustig sogar. Also ja. Man hat den Witz verstanden.
Foundry hätten wir das, die Sache, da war, das wurde wenigstens mal erwähnt, dass der Wachmann, der da ist, kein irgendwie unter deren Kontrolle ist. Das hat uns der Frauenkopf oder auf der Couch gesagt. Dass der Wachmann auch ein Polizist ist, wobei die ganze Polizei ist ja quasi unter der Kontrolle Ameisen. Ja, also wir als 14-Jähriger müssen das ja wissen. Drive-in? Ja. Ich meine, wir kriegen überall nur ein Video. Es macht keinen Unterschied. Macht wirklich keinen Unterschied. Und wo stehst du gerade? Hast du dich auf die Haube gestellt? Stop it, Sonny! You said we were just gonna watch the movie. It's not human. It knows what it wants and there's no stopping it! Oh my God, it's Buzz. Oh, hey Buzz, what are you doing up there? We're trying to watch the movie here. Ich stehe tatsächlich auf der Haube. God. Now get lost before I exterminate you. I'm so embarrassed I can just croak. Oh, jeez, I give up. You can both drop dead. Send a warning to the world. The Pod people are coming. The Pod people are coming. All right. Und jetzt fahren wir wieder weg. K-O-O-L, the voice of the desert. Lovely Linda on line one. Talk to cool man. Ja, Radio sprechen. Sometimes I look at the desert sky at night and I just want to cry. It's so beautiful. All the blue and red glowing stars. But my life down here is so awful. This is a really mean, dirty little town. People here have no hope. I can see it in their eyes. Linda, your beautiful voice full of pain and poetry. It's shooting out from my radio tower at the speed of light. Groovy. Up and up. And out through the cold black void to one day reach those diamond white and blue stars. Was redest du da? This moment, your name, your feelings to touch the hearts of wondrous life forms resonating with love and joy. These places exist. You must believe me, dear. I do believe you, cool man. Thank you. Play me a song. For Linda, the no tones with Night Has a Thousand Eyes. Der geriet wohl alle Leute da an. Also wir haben Leute bedrängt beim Fummeln im Autokino. Sind dann aber auch wieder wortlos gegangen. Ja, und wir fahren weiter. Jetzt fahren wir halt weiter. Warum will die Olle eigentlich mit dem... und der nächste Tag. Nächste Tag. Warum will die nicht mit dem Motorradtypen abhängen? Ja, warum eigentlich nicht? Eindeutig cooler. Wir sind die coolsten Leute auf jeden Fall. Was da alles ist, ne? Willst du in den Minenschacht? Oder willst du zum Atomkraftwerk? Oder möchtest du zum Verrückten in seinem Munitionsgeschäft? Mhm. Oder wieder zu Channel 14. Je nachdem, wo du dann hin kannst. Atomic Plant hatten wir bisher noch nicht. Minenschacht befürchte ich, dass wir wieder gleich sofort kämpfen oder so, ne? Ja. Ja? Und da haben wir ja gesehen, wie gut du darin bist. Ich finde es sehr gut. Wir können auch gerne einmal tauschen. Nein, du wächst okay. Das schon gut Atomic aus. Plant. Oh, Papa, Mama. You ja, got a lot of nerve showing your face here. I suppose you don't know nothing about the plant being broken into last night. They found motorcycle tracks out by the security fence. Ihr seid meine Eltern. You're gonna end up doing hard time if you're involved, boy. Hard time. Beschuldigt mich nicht. Me, Dad. It's a frame job. These things are coming to get us, to kill all of us. They need this atomic waste for something, something terrible. That's just science fiction, Buzz. That scientist friend is filling your head full of nonsense. Now, the sheriff wants to see you this afternoon, and I suggest that you tell him everything you know. You hear him, boy? Okay. Das ist auf so viele Arten so schrecklich. Das ist so schrecklich, Gregor. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wahrscheinlich das Schlechteste, was wir je hatten hier. Wir haben Night Trap gespielt, ne? Es ist wirklich schlechter als Night Trap. Die bei Night Trap hatten wenigstens, hast du gemerkt, da haben die Actor haben noch Visionen. Die wollen noch Pläne. Sie dachten noch, sie machen was Gutes. Die dachten wenigstens noch, das ist eine echte Kulisse. Und? Diese Leute, da wissen, dass es scheiße ist. Ich muss sagen, es war zwar viel Arbeit, aber du konntest noch einen halbwegs unterhaltsamen Film daraus schneiden aus dem Stuff. Also du konntest der Story dann irgendwie folgen. Oh, ja. Aus dem hier kannst du nichts machen. Nee, kannst du wirklich nicht. Ja, und vor allem, also, wir sind zum Atomkraftwerk gegangen, wo unser Vater Homer Simpson da gewesen ist, mit unserer Mutter, die uns beschuldigt haben. Es wurde eingebrochen ins Atomkraftwerk und man hat Motorradspuren. Das kann ja nur einer sein. Es kann ja nur einer sein. Und dann sage ich, ja, nein, die wollen mich reinlegen, ja. Da, hier, die Ameisen sind es. Wie können die Ameisen denn Motorradspuren faken? Mit ihren Fühlern, Gregor. Sie fühlen sich an die Situation mal rein, ne? Ey. Wir sind da gerade mal wieder. Im Ernst, mich macht dieses Spiel latent wütend, aber ich möchte, dass wir weiter. Wir sind erst bei Tag 2. Ich habe wie viele Tage? Wahrscheinlich ich eine hoffe, Woche oder so? 3. Wir gucken mal. 2 Folgen kriegen wir voll damit, hoffentlich. Ah, ja. Ein bisschen haben wir heute noch.
wir gehen jetzt Minenschacht, oder? Natürlich, gehen in Minenschacht. Wir haben immer noch keine Munition geholt. This old mine shaft's a death trap. Do I really want to do this? Geh einfach rein. Oh, okay. Ja, aber es wird uns... Komm, geh rein. Er haut eh am Ende ab. Ja, ich speichere mal ab. Und dann gucken wir. Okay. Alter, hast du da gerade einen krassen Rückwärtssalto gemacht? Hab ich. Du musst die Königin finden, ne? Aber du hast eh nicht genug... Ja, ich hoffe, ich finde... Also, ich darf nicht zu nah ran, weil dann beißen sie mich. Jetzt bist du abgehauen. Bin ich rausgegangen? Man, those things are bad news. I better hit the road. Ich glaube, ich lade nochmal, weil ich wollte eigentlich nicht rausgehen. Lass uns das nochmal mit der Mine probieren. Ich glaube nur, wir haben einfach keine guten Waffen. Ich denke, wir müssen uns irgendwas holen, wie die Tommy Gun eben. Okay. Vorsichtig. Okay, ja, Munition. Ich weiß nicht, was diese Knutschkugeln dann sind. Vielleicht Granaten? Ich glaube, es sind Granaten. Ich glaube, du kannst noch mit einem Button Granaten drücken. Ja, ich teste es nachher mal aus. Ich guck mal, wie weit ich komme. Hm? Ja, ich meine, wenn du Munition findest, dann ist es ja auch gar nicht so schwer. Okay, vorsichtig. Und das steuert sich auch wie die letzte Kacke auch. Okay, das ist noch... Oh, da kommt noch einer. Okay, 10 sind's. Ah, jetzt bin ich einmal vorbei, aber egal. 9. Ich möchte an dieser Stelle kurz erwähnen, dass das Spiel, das wir am Anfang so gefeiert haben, nichts mit diesem Spiel zu tun hat. Ja, ja. Es ist eine Vergewaltigung meiner Erinnerungen und ich plane die Klage. George Lucas, du wirst büßen dafür. Ja, der wird Nebenankläger werde ich den mit reinziehen in die Scheiße. Indy! Ja, runter mit den Hosen, runter mit den Hosen. Fest, Lucas, komm schon. Okay, jetzt sind die super schnell. Nee, das ist wirklich das ist enttäuschend, dieses Spiel. Es hat ja nichts von dem Guten und alles vom Schlechten. Aber zum Glück hat Gregor nur noch 3 Ameisen vor sich. Und dann kommt sie, die Königin. Oh Gott, lass mich mal. Noch eine. Das war sie. Jetzt suchen wir die Königin. Da ist das Ende. Siehst du, es blinkt schon. Es blinkt. Ich glaube, du hast übrigens gleich das Spiel zu Ende. Ja. What? Okay, jetzt wird's Impossible Mission. Destroy him, my robots. Ich speichere auch hier einmal ab. Einfach, weil... Es ist halt wirklich Impossible Mission, ich weiß nicht, es ist Destroy him, my robots. Destroy him, my robots. Stay Und ich kann wild. Stay wild. Stay forever. Das ist sehr strange. Da hab ich jetzt... Aber wir sehen offensichtlich, es gibt ein geheim... Was? Okay, es gibt ein geheimes Labor. Und da siehst du ja radioaktiv, da werden die alle, wenn die kommen, die her. Okay. Hier kommen jetzt wahrscheinlich unendlich viele. Das darfst du nicht vergessen, weil es werden keine mehr angezeigt. Also versuch nicht so viel Munition. 72 Granaten. Ich save jetzt erstmal fleißig, weil nochmal glaube ich nicht, dass wir da unten hinkommen. Diese Zombies zählen auch für nichts, ne? Nee. Aber wie gesagt, hier werden Ameisen jetzt auch nicht mehr gezählt. Nee. Ist wahrscheinlich ein Hit und tot dann, ne? Ja. Sobald die eigentlich rankommen, ram, nam, nam. Nam, 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 nam. So, jetzt links oder rechts? Nee, links. Ja. Kann man da durchlaufen? Ja. Ja. Ich hoffe nur nicht, dass ich im Kreis laufe. Das sieht mir alles so ein bisschen nach Zack McCracken-Labyrinthen aus. Ja, ja, genau. Denke ich auch. Aber wir kommen schon. Wir sammeln auf jeden Fall genug Shit ein. Das ist das Ende jetzt. Da passiert was. Es geht noch weiter runter.
Das ist ein anderer Schacht, ne? Da sind wir uns auch einiges kennen. Ja, das ist nicht der, der ja bescheuert sonst. Dann müsste er hochgehen. Ja. Nee, wir sind schon richtig hier. Okay, ich hoffe, das ist jetzt anders gefärbt. Das ist und zeigt, dass wir noch weiter unten sind. Es ist anders gefärbt. Alter, die sind aber ganz schön aggro jetzt. Nee, du hast zu viel Schussverbrauch. Okay, ich bin jetzt wieder zurückgegangen. Ist uns aufgefallen. Wie geht denn diese... Ja, Mann, roll dich, ja, mach den Michael Jackson. Nein, nicht, ja! Mann, ja! Oh, scheiße, es geht nicht. Okay, dann noch mal in die andere Richtung. Nein! Oh, sie haben uns gebissen. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Shimona, au! Chikar, Geburg, au! Jawohl. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot. Reines Glück, ob man es hier schafft. Okay, da ist nicht mal was dahinter. Noch. Okay, gut. Dann hören wir jetzt auf. Ey, die Spiel ist furchtbar scheiße. Man, those things are bad news. I better hit the road. Seine Antwort auf alles, ne? Motorrad. Simon, ich glaube, wir haben einen Aufstiegspunkt erreicht. Wir müssen uns kurz mal abkühlen hier. Wir checken noch mal, wie das mit der Steuerung geht. Aber ich habe schon geguckt, nach oben und werfen für Granate, was anscheinend nicht klappt. Naja, nach unten legen. Nach unten legen. Zumindest scheint jetzt sogar, aber werfen wäre besser, weil legen bringt irgendwie der Typ viel. Auf jeden Fall, sobald du da jemand in der Nähe hast, der hält die Pistole noch mal ein bisschen höher als sonst, als auf der Brust. Ja, vielleicht ist das noch irgendwie der ausschlaggebende Punkt. Wir checken das noch mal. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Wir beruhigen uns. Und das war die erste Folge, ja? Das war die erste Folge, okay. Ja. Dann schauen wir, ob wir das in der nächsten Folge so oder so abschließen. Hoffentlich. Fertig. Abschießen. Tschüss. Wollen wir den Sonnenuntergang fahren oder so mit unseren virtuellen Motorrädern? Mein Motorrad hat gerade gemacht. Mein Hintern war noch im Green drin.